Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit einem Video zu den neuen Moves, neuen Attacken. Jetzt das Wochenende, es kamen die neuen Pokémon, jeder hat sich auf die neuen Pokémon konzentriert. Aber mit neuen Pokémon kommen auch neue Attacken. Beziehungsweise alte Attacken, Legacy Moves, sind nicht mehr erlernbar. Darüber reden wir jetzt, weil bereits so viele danach gefragt haben. Und da sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Beziehungsweise eine Sache ist richtig interessant. Aber schauen wir uns genauer an. Ich blende hier mal. Hier oder hier die Liste kurz ein. Also, da haben wir als erstes Rizeros. Also, Moment, bevor ich das erkläre, bevor wir uns die Liste genau anschauen. Erstmal, was sind Legacy Moves? Das sind Attacken, die nicht mehr erlernbar sind. In den meisten Fällen werden sie durch bessere Attacken ersetzt. Und in ein paar Fällen sind die alten Attacken, die nicht mehr erlernbar sind, besser. Und das macht das Pokémon dann seltener und wertvoller. Und wenn es dann auch noch 100% oder so hat, oder 100% Shiny, dann ist es halt richtig saftig. Vor allem, wenn irgendwann mal Tauschen rauskommt und irgendjemand das haben will. Aber schauen wir uns jetzt mal die Liste an. Da haben wir Rizeros. Der kann Megahorn nicht mehr lernen. Eine Käferattacke. Und kann dafür jetzt Surfer lernen. Alles klar. Megahorn richtig schlecht bei ihm. Ich habe selber eins. Aber das ist nicht so gut. Ich werde es nicht leveln und pushen oder so. Aber falls irgendjemand mal das haben will, getauscht, der kann es gerne haben. Surfer ist interessant, wobei er bisher halt Stein- und Bodenattacken kann. Und die sind halt auch effektiv gegen Feuer. So wie Surfer, also ich denke mal nicht, dass das irgendwie irgendwas verändern wird, irgendwie ausschlaggebend sein wird. Dann haben wir als nächstes Golking. Golking irrelevant eigentlich. Der kann keinen Poison Jab mehr und dafür kann er jetzt eine Wasserattacke, okay? Ja, dadurch ist er vielleicht irgendwie verwendbar, jetzt wo er zwei Wasserattacken kann. Also falls er überhaupt Hydro-Pumpe kann. Dann haben wir Gyarados und der ist richtig, richtig interessant. Davon machen wir auch noch gleich ein paar. Da werde ich auch die Attacken noch ändern. Also für die längste Zeit konnte Gyarados nur Biss lernen als Schnellangriff. Und dann kam halt Drachengute dazu. Und jetzt kann er Drachengute nicht mehr lernen. Aber dafür eine Wasserattacke und zwar Kaskade. Und jetzt kann er halt Kaskade und Hydropumpe. Und das soll richtig krass sein. Jetzt soll er angeblich besser als Aquanon sein. Und mit 3 oder 4 Gyarados, Kaskade, Hydropumpe, soll man angeblich wohl nur noch aufschaffen. Also nicht angeblich, man kann es. Also nicht angeblich, man schafft es jetzt mit ihm. Werde ich demnächst auch ausprobieren. Erstmal nochmal mit meinen Geowatts, die ich jeweils zweimal nochmal pushen kann. Und dann versuche ich es auch nochmal mit Gyarados, dann der direkte Vergleich. Aber anscheinend ist Gyarados jetzt mit dem Moveset der beste Wasserangreifer. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall noch ein paar machen. Dann haben wir Lapras. Ich möchte noch einfügen, Gyarados hat glaube ich die meisten Legacy Movesets. Also Windhose kann er nicht mehr lernen, Drachenpuls, also die ganz alten konnten sogar Drachenpuls. Und Ding, Dragon Breath. Drachen Feuer Odem. Also Feuer Odem bei Gyarados ist richtig selten. Das waren die ganz, ganz alten. Das wurde so schnell geändert. Ich habe da nicht mal einen mehr bekommen. Und noch irgendwas kann er nicht. Ja, und jetzt halt Ding, Drachengute. Also der kann echt eine Menge Sachen, die Legacy sind. Dann haben wir als nächstes Lapras. Kann nicht mehr Eisstrahl lernen. Und dafür jetzt Surfer. Also solange er noch Blizzard kann, Blizzard war eh besser. Also Niantic versucht irgendwie Lapras auf Wasser umzustellen. War früher eigentlich einer der besten Eisangreifer, aber die bringen ihm immer mehr Wasserattacken bei. Dann Impagator. Eigentlich irrelevant. Kann Aquaknarre nicht mehr lernen. Aquaknarre jetzt Legacy bei ihm. Und dafür dann Kaskade. Müsste man eigentlich mal den direkten Vergleich schauen. Zwischen Aquaknarre und Kaskade. Moment, das mache ich mal für euch. So, jetzt habe ich es rausgesucht. Und zwar hat Aquaknarre DPS 14. Und Kaskade 16,67. Also Kaskade auf jeden Fall besser. Aber bei Impagator relativ irrelevant. Und dann Politoed ist glaube ich Quappo oder Quaxo. Ich glaube Quappo. Der kann jetzt kein Erdbeben mehr lernen und dafür Surfer. Alles klar. Dann Zedraking. Kann auch kein Aquaknarre mehr. Und dafür dann Kaskade. Was wir gerade gesehen haben, besser ist. Und Suicune. Kann jetzt keinen Hidden Power mehr. Und dafür Snarl, was Standpoke ist. Eine Unlichtattacke. Also der hat leider keine Kaskade bekommen. Ansonsten wäre er vielleicht nützlich. Aber so bleibt er immer noch relativ schlecht. So, das waren die neuen Attacken. Hauptsächlich Kaskade und Surfer. Und dann halt bei Suicune. Eigentlich nur Wasser, was mich sehr verwundert. Ich hätte damit echt einer größeren Vielfalt gerechnet. Ein paar Feuerattacken, ein paar Pflanzenattacken und sowas. Aber hauptsächlich nur Wasser geändert. Und relevant ist eigentlich nur Gyarados. Deswegen mache ich mir jetzt mal ein oder zwei oder ein paar mit Kaskade. So, schauen wir uns mal meine Gyarados an.
Ich habe da einen auf Max gepusht. Also ursprünglich war der ja überpusht. Und dann mit dem neuen Update ist er einfach nur auf Max jetzt. Der kann Drachengut und Hydro-Pumpe. Also eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon. 100% auf Max. Drachengut jetzt Legacy. Sprich, irgendwann könnte der wertvoll sein. Aber eigentlich interessiert mich das nicht. Aber ich schaue erstmal die anderen an und dann ändere ich das vielleicht. Weil Drachengut ist eigentlich echt nicht so gut. Der kann bis Hydro-Pumpe. Also bis immer noch erlernbar. Und den kann ich noch zweimal pushen. Der war früher auf Max. Jetzt kann ich ihn halt noch zweimal pushen. Also den kann ich auf jeden Fall umändern. Dann der. Der ist, glaube ich, nur 98%. Attack, Defense, ja genau. Das kann auch auf jeden Fall weg. Bis Kinescher richtig irrelevant bei dem. Dafür habe ich meinen Despoter. Dann habe ich den hier. Windhose. Windhose jetzt Legacy eigentlich. Wie viel brauche ich denn? Eigentlich brauche ich nur 3. Bis Hydro-Pumpe, ja, den kann ich auf jeden Fall machen. Also die meisten mit Bis Hydro-Pumpe kann ich auf jeden Fall in Kaskade Hydro-Pumpe machen. Bis Windhose, bis Hydro-Pumpe. Aber der ist nicht so gut, oder? Oh, really strong. Einer von den alten Zeiten noch. Bis Hydro-Pumpe. Auch really strong, okay. Also den wandle ich auf jeden Fall um. Den 98er und den 100er hier. Dann habe ich 2 auf jeden. Und dann wahrscheinlich den 3113. Oder? Oder halt den hier. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das weg. Drachengut echt unnötig. Und der ist eh schon auf Max. Dann kann ich ihn direkt für die Kämpfe verwenden. Anstatt, dass ich jetzt einfach den schlechten mache. Nur weil es halt Legacy hat. Ich glaube, das ist okay so. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen allzu großen Fehler, dass ich Legacy Movesets wegmache. Aber ganz ehrlich, so, welcher war das? Bis weg, ja. Und Wasserfall gelernt, beziehungsweise Kaskade auf Deutsch. Und der hier, auch bis weg. Und Kaskade. So, jetzt habe ich 2, die fast auf Max sind. Mit Kaskade Hydro-Pumpe. Jetzt kommt der hier. Drachengute weg. Ich meine, ich brauche Drachengute echt so gar nicht. Der einzige Grund, Legacy. Ah, scheiß drauf. So, jetzt habe ich 3 starke Gyarados. 200er. Einen auf Max, einen auf Fast Max. Und einen 98er, fast auf Max. Das müsste reichen für Vulnona. Und sonst andere Feuer-Pokémon. Ich bin echt gespannt, den auszuprobieren. Anscheinend jetzt echt stärker als Aquana. Bester Wasserangreifer. Wir werden es sehen. Aber das war's von mir. Ich bin echt froh, dass Gyarados jetzt bester Wasserangreifer ist, weil ich noch so viele habe. Aquana habe ich nie auf Max gepusht. Danke Niantic dafür. Ich bin echt gespannt, den demnächst gegen Vulnona auszutesten. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr jetzt von Gyarados haltet. Oder Lapras oder irgendwelche von den anderen Veränderungen, was euch da interessiert. Was für Legacy Movesets ihr habt. War das ein Fehler von mir, Drachengute wegzumachen? Er hat halt Sammlerwert, aber im Kampf brauche ich Drachengute echt so gar nicht. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.